Lieber Ferdinand, ich möchte dich hier an dieser Stelle als den besten Klarinettisten des Landes bezeichnen. Hallo, schön, dass du Zeit hast, zu uns ins Studio zu kommen. Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Christoph. Danke für die Blumen. Die hast du verdient. Lieber Ferdinand, wenn man deine Biografie durchliest, dann wimmelt es da nur so von prominenten Dirigenten, Orchestern und Ensembles, in denen du als Solist gespielt hast. Wo fühlst du dich denn mit deiner Klarinette am wohlsten? Im großen Orchester, im Kammermusikensemble oder in der Jazzband? Das ist eigentlich eine schwierige Frage, weil alle drei Aufgabengebiete reizvoll sind und wunderschön sind. Wenn ich ganz ehrlich bin, am wohlsten fühle ich mich in der kleinen Besetzung in der Kammermusik, weil man da am intimsten musizieren kann, man kann am tiefsten in die Musik reingehen. Und das kann man auch im großen Orchester natürlich, aber da hören 50 Kollegen noch zu. Das macht einen schon nervös, gell? Oh, da ist er. Du bist jetzt ja gerade der Solist, der erste Solist im Mozarteum-Orchester und unterrichtest auch den musikalischen Nachwuchs im Musikum. Und du spielst in verschiedenen Jazz- und Popularmusik-Ensembles. Aber eigentlich kommst du von der Hausmusik. Hast du jetzt bei deinen vielen Beschäftigungen überhaupt noch Zeit für das Musizieren im Familienkreis? Ja, also Zeit nicht mehr so viel wie früher, aber Riesenlust dazu. Es hat sich verändert. Also wir haben als Kinder, wir sind 7 Kinder zu Hause gewesen und haben mit unserer Mutter Hausmusik gemacht. Ich musste hauptsächlich singen, was mir nicht so Spaß gemacht hat, weil meine Freunde alle Fußball gespielt haben und ich habe vorne getrellert. Aber retrospektiv war das eine wunderbare Erfahrung, eine wunderschöne Zeit und ich erinnere mich irrsinnig gern zurück. Und es kommen auch viele Einflüsse in meiner Musik und auch das Zusammenhören mit Kammermusikkollegen oder mit Orchesterkollegen ist einfach in dieser Zeit als Kind in der Hausmusik geschärft worden. Und mit meinen Kindern versuche ich das zu praktizieren. Was sind die auch musikalisch? Ja, sind musikalisch, bisschen faul beim Üben. Woher haben sie denn das? Vom Papa nicht wahrscheinlich. Papa hat eigentlich viel geübt. Der übt es fein. Ja, also ich bin Cello und Geige und da machen wir schon viel. Aber da geht schon einiges mit der Klarinette zusammen. Jetzt wollen wir sie aber hören, deine Klarinette. Du hast 2 kleine Stücke mitgebracht. Ich würde mal sagen, wir beginnen mit der Klassik. Und zwar Ernesto Cavallini Adagio für Klarinette, in dem Fall Solo. Bitte, Ferdinand. Klingt super. Ich habe mir ja selbst einmal eine Klarinette zugelegt, aber ich habe es nie gescheit gelernt, wahrscheinlich zu faul zum Üben. Was würdest du denn sagen, worauf kommt es an beim Klarinettenspielen? Worauf muss man achten, damit es so klingt wie bei dir? Ja, ich glaube, das Wichtigste bei der Klarinette ist die richtige Tongebung. Dass man, wenn man das, ich kenne das von vielen Schülern von mir, dass man irrsinnig beißt. Wenn ich nervös bin, falle ich genauso in diese Muster zurück, dass man die Lockerheit auf der Klarinette behält und Luft durchlässt.
Das ist, glaube ich, das Schwierigste. Also die Anspannung aus, die gute Mischung aus Anspannung und Entspannung gleichzeitig. Wie du sagst, eine gesunde Spannung. Mhm. Um das hörbar zu machen, wäre doch der Jazz ideal, glaube ich, oder? Das hast du recht. Oder zumindest auch gut geeignet. Ich bitte dich jetzt um dein zweites Stück und du hast uns mitgebracht Inner Sentimental Mood vom vielleicht wichtigsten und großartigsten Jazz-Klarinettisten der Welt, Duke Ellington. Bitte, Ferdinand. Vielen Dank. Großartig. Inner Sentimental Mood von Duke Ellington, gespielt von Ferdinand Steiner. Lieber Ferdinand, vielen Dank fürs Kommen zu uns ins Studio. Lieber Christoph, vielen Dank nochmal für die Einladung und für die nette Aufnahme hier. Gern.